Nürnberg-Frankenstadion. Der erste Hauptdarsteller, ein Argentinier, Sergio Zárate. Nach 23 Minuten gegen die Bayern. Kurz, Aumann, Kulke, Führungstor für den Nürnberger Club. Herrliches Kopfballtor des sträflich ungedeckten André Gulke. Zweite Halbzeit. Sutter, Friedmann, Kreins 2:0. Zu bewundern, ein präziser Eckball eines Schweizers. Die Kopfballstärke von Friedmann gegen Nationalspieler Helmer und Schlitzohr Kreins, Neuzugang in Nürnberg zum 2:0. Chancen für die Bayern. Labbadia, der in der zweiten Halbzeit kam. Die Bayern spielten in dieser Phase nicht schlecht, aber mit Pech, und Nürnberg mit einem fantastischen Andreas Köpke. Letzte Chance, Friedmann, der Pfosten. Nürnberg gewinnt 2:0.